mal nach. Die vollen. So, meine Lieben, am Anfang erzählt man den Kreis der ersten Stunde.
hier in der Gästesporthalle. Neues Jahr, neues Anspiel. Neuer Sieg. So, wir melden uns noch mal ganz kurz hier nach dem Spiel in der Erich-Kästner-Sporthalle hier in Schwerin auf dem Dreisch. Eigentlich ungewohnte Halle für die Grün-Weiß-Damen. Normalerweise spielen sie ja in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Heute war es nicht möglich. Es ist ja auch ein Nachholspiel im neuen Jahr aus der Saison 1. Endergebnis, das kann ich Ihnen schon sagen, erfreulich für die Damen. 31-26 wurden die Gäste MTV Herzhorn hier aus der Halle gefegt. Und es war ein wildes Spiel, zum Anfang stark zurückgelegen, dann ins Spiel gekämpft. Und neben mir habe ich einmal sitzen Vivian Bartlau und auf der anderen Seite Joda Weng. Vielleicht ganz kurz, Joda, zum Spiel. Der Start war sehr, sehr nervös. Ihr habt zurückgelegen. War da noch an einen Sieg zu denken? Ja klar, man kämpft immer. Man muss immer weiterkämpfen, auch wenn man zurückliegt. Und das ist ja unsere Stärke, dass wir uns immer wieder zurückkämpfen und immer dranbleiben. Vielleicht nochmal an Vivian. Eure Heimspiele sind eigentlich bis auf eins nichts für schwache Nerven gewesen. Und ich kann sagen, heute war es wohl auch so. Es wurde nachher zum Schluss noch richtig ruppig. Ja, das stimmt. Es wurde ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen eklig auch. Aber wir haben das Spiel ja dann doch noch beherrscht und den Vorsprung wieder rausgeholt und den verdienten Sieg auch eingefahren. Vielleicht nochmal ein Saison oder ein Blick in die Zukunft. Nächste Heimspiel dann zu Hause am 24. Januar gegen VfL Bad Schwartau. Es wird wohl so sein, dass ihr auf jeden Fall eure Heimspiele nach Hause bringen müsst. Auswärts war ja bis jetzt nur tote Hose. Ja, das stimmt. Wichtig ist, dass wir alles zu Hause gewinnen. Und es wäre jetzt auch mal angebracht, dass wir auch mal auswärts punkten. So, vielleicht noch ganz kurz zu den Schiedsrichtern. Gab ja eine heiße Diskussion in mehreren Phasen, aber es sind ja letztendlich Entscheidungen, die sofort gefällt worden sind. Heute nochmal Glück gehabt oder es hätte auch ins Auge gehen können? Es waren ja viele Zeitstrafen gegen euch. Naja, als Schiedsrichter, als Spieler ist man immer nicht so zufrieden, aber grundsätzlich haben die gut gepfiffen und es ist ja für uns gut ausgegangen. So, und wir sagen hier nochmal Dankeschön auch an die Zuschauer und den Fans von Grün-Weiß Schwerin. Also, nächste Heimspiel im Januar am 24. in der Halle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Wir bedanken uns einmal hier bei Joda und auf der anderen Seite bei Vivian Bartlau und wünschen natürlich euch dann beim nächsten Heimspiel und auch das erste Spiel auswärts, dass da gepunktet wird, egal wie, viel Glück. Und wir melden uns dann wieder beim nächsten Mal.